Zusammen und willkommen zurück bei Car Mechanic Simulator 2018 und wir haben jetzt hier diesen schönen fetten Opel Manta 400 am Start vom guten Phil gemoddet. Ja, ein schönes Teil. Bauen wir mal just for fun auseinander. Ich habe den aus einer Auktion ersteigert. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier eventuell restaurieren können. Und natürlich, weil es ja ein 400er Manta ist, wollen wir die natürlich auch aufs Optimum tunen, soweit es geht. Ne? So. Das auch noch. Jetzt müssten wir eigentlich alles abhaben. Außer halt die Sitze. Gucken wir mal, ob wir irgendwas... Ne. Kriegen nichts repariert. Aber ich glaube, die waren sogar 100% die Teile, ne? Ja, hätte man mal vielleicht eher dran gucken können. Aber nun habt ihr gesehen, was man hier alles verändern kann. Ab und zu sind ja doch mal ziemlich heile Autos dabei bei den Auktionen. So, das auch noch, das Fensterchen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal keine Karosseriearbeiten hier. Ich verstehe gar nicht, habt ihr ja bestimmt gerade gesehen, dass der die Werbung hier nicht drauf hat. Da ist auch Bosch, aber das ist nicht auf dem Teil drauf. Komisch, komisch. So, sind wir wieder vollständig. Ja, da würde ich sagen, du kannst jetzt eigentlich auf die Hebebühne. Packen wir dich mal auf die 1. Komm, auf die 1. Sind die Wege nicht so weit, ne? Sind die Wege nicht so weit? Haube auf. Wir fangen natürlich unten an. Wir fangen unten an. Mit der Kardanwelle. Damit wir dann auch den Motor da rauskriegen, ne? Vielleicht sollten wir es heute auch mal ein bisschen anders machen. Und zwar anders in dem Sinne, dass wir erst das Heck komplett machen. Das heißt, Teile demontieren, neu zusammenbauen. Und nicht erst das Auto komplett zerlegen. Ne? Wäre ja mal eine andere Herangehensweise. So, Schenkel noch. Die Lagerbuchse raus. Hier unten hat er auf jeden Fall ein bisschen gelitten. Vom Fahrwerk her. Und Motor auch. Und die Karosserie ist heile. Hätten wir noch den Innenraum kontrollieren können, ne? Ah, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. So, Federunterlage. Feder. Anschlagpuffer. Hier die Kraftstoffpumpe raus. Tank abbauen. So. Aber dass wir hier noch keine Wagen mit Mischbereifung hatten, das wundert mich. Hätte ich wahrscheinlich mal den großen Lamborghini runterladen müssen. Der hat ja hinten 345er und vorne 285 serienmäßig. Ich weiß es jetzt gar nicht. So, Platte noch hier unten.
Komm, wo wir hier sind, können wir auch das Hauspapier entfernen. Und den auch. So, damit wir nicht müde werden, werden wir gleich erstmal hier die beiden Felgen nehmen. Das sind die Spokane hier, 285er. Und einen Tank hatten wir, glaube ich, mehrere jetzt gekauft beim letzten Mal, oder? Ja. Nur bei der Kraftstoffpumpe, da müssen wir tätig werden. Und hier schon mal Kraftstoffpumpe Tuning. Da ist noch der Filter. Die fiedeln wir dann da mal rein. Dann machen wir noch die anderen Reifen runter. Was sind denn das eigentlich für welche? War das Alvetta? Habe ich das richtig gesehen? Nee, Alvetta packen wir aber hier nicht drauf. 285, 45, 15. Fünfundvierzig, 15, 4 Stück, weil die braucht man neu. Jetzt gucken wir, was wir hier repariert kriegen. Das sieht doch gut aus. Ich weiß gar nicht, ob unsere Kohle überhaupt reicht, um die Wagen komplett zu machen. So, Reifen aufziehen. Ja, die 165er, die würden jetzt hier drauf passen. Ich habe nur 165er geholt, kann das sein? Oh, ne. Was sind denn das für Pellen? 165, 45, 15. Deswegen waren die so günstig. Das ist nämlich eine andere Hausnummer hier. Unglaublich. So kann man auch Geld losballern. Rausballern. So, dann müssen wir die wieder verkaufen. Kriegen wir natürlich jetzt nicht mehr viel für. Das will ich trotzdem jetzt hier loswerden. Felgen, nee. Da sind nur die Felgen. Wo haben wir denn die Reifen? Dann Gruppen? Nein. Und wir können die Vancouver Felgen auch verkaufen, damit wir ein bisschen Geld haben hier. Wo könnten die denn drin sein? Hier irgendwo sein. Und zwar machen wir nach Einlagerung 225. Sind sie ganz unten oder was? Da sind sie. So. Dumm gelaufen. So, und die andere hier aufziehen. Und den können wir schon mal auswuchten. Und hier können wir jetzt die Starrachse drunter bauen. Achsschenkel, Hitzeschutzblech.
Passt doch. Wir wollen den Wagen ja diese Woche fertig kriegen und schon die Vergabe der Autos an euch starten. Deswegen müssen wir den hier zügig zusammenkriegen. Die Stoßdämpfer, den packen wir schon mal auf die Liste. Mittelschalldämpfer werden wir kein Tuning haben. Ist schon fast klar. Und hier hinten möchte hier den Einschalldämpfer werden wir auch nicht haben. Was wir haben, sind hier bestimmt die Anschlagkoffer. Federn, okay. Federunterlage haben wir auch, gut. Haben wir mehr als ich gedacht habe. Hab ich hier vorne die Lagerbuchse eingesetzt, das ist gut. Hier noch die Befestigungsplatte dran. Sehr schön. Dann machen wir hier erst den Längslenker. Dafür, dass hier alles richtigen Halt hat. So. Dann können wir den zweiten Reifen hier holen. Da drunter und den nächsten auswuchten. Jawohl, ja. Sieht doch besser aus als das andere. Allwetterreifen. Wer braucht denn Allwetterreifen? Ein Geländewagen vielleicht. Oder ein SUV. Holen wir noch die Dämpfer eben, ne? Würde ich sagen. Dann sind wir nämlich wirklich hinten durch. Und zwar Stoßdämpfer. Hinterachse 2 Rohr Öldruck. Brauchen wir mal gleich 4 Stück. Brauchen wir gleich mal 6 Stück, die kosten ja nichts. So, das andere müssen wir noch im Tuning Shop holen. Power Boost Shop. So, Abgasanlage, was brauchen wir da? Mittelschalldämpfer, Standard. Und ein Endschalldämpfer V8 OHV. Da. Einmal da. Mal da. Auspuffanlage. Und hier hat den Mittelschalldämpfer verbaut. Der gute Phil, von dem der Mod ist. So. Machen wir das mit dem Vorderrad mal. Achso, ich könnte natürlich noch den Motor ausbauen gleich, ne? Ja, dann machen wir uns erst ans Getriebe. Da kommen wir nur von
oben ran. Das ist schlecht. Dann müssen wir das hier erst doch fertig machen. Bauen wir das hier ab, was hier noch abzubauen geht. Koppelstange auch. Dann kann jetzt der Dämpfer raus. Die Buchsen hier raus. Hier auch noch die Buchse raus. Hier können wir den Ladeluftkühler abbauen. Hm. Sind wir auf der Seite fertig. Machen wir hier noch die Seite eben fertig. Fahrwerk ist hier ein bisschen anders zusammengebaut als ich es sonst kenne, aber ist ja nicht verkehrt. Das stellt sich auch raus. Jetzt kann noch der Stabi hier raus und das Lenkgetriebe. Dann haben wir noch eine Lagerbuchse. Sollten wir hier soweit fertig sein. Also wir müssen auch unbedingt Öl ablassen. Gut, dass mir der Ölfilter gerade ins Auge gestochen ist. So. Bitte was? Okay, kein Öl. Wagen ist außer Auktion, Leute. Das Flammenrohr kriegen wir nicht ab. Und den Ölfilter kriegen wir ab. Kein Öl drauf. Unglaublich. Schuderei. Was eine Schuderei. So, jetzt machen wir hier den Anlasser ab. Und dann kriegen wir den Motor hier raus. Hm, da. Gerät bewegen. Zur ersten Hebebühne. So. Nicht bewegen. Wir müssen den Wagen erst runterlassen, ne? Nachdem wir das Getriebe entfernt haben. Hervorragend. Scheibe, Schwungrad. Und jetzt raus mit der Engine. Ausbauen. Flammenrohr Turbo muss noch ab. Okay, das kriegen wir bestimmt. Was ist das von hier oben? Da unten. Sogar vom Fahrwerk Turbolader. Muss das alles erst ab, ne? Ja, okay, müssen wir hier noch hinbei. Können wir. Das ist wirklich ein bisschen anders hier. Das habe ich so noch nicht gehabt. Jetzt müssen wir es aber hinkriegen hier. Jawohl. Und den schmeißen wir hier gleich schon mal drauf. Hm.
Ja, Mensch. Sind wir doch schon mal einen Schritt weiter, würde ich sagen. Und dann, Leute, ruhig noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Am Ende der Woche ist der Wagen der Falken da hinten. Und ich glaube, was war das noch? Der alte Bentley, die T-Serie. Die gehen dann an einen von euch. Wie das funktioniert, seht ihr, wenn das Video dann rauskommt. Irgendwann zum Mitte, Ende der Woche, wenn wir mit dem Manta hier durch sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.